Moin moin liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zurück zur FIFA 21 Karriere mit dem SC Verl. Heute am nächsten Spieltag geht es gegen den VfL Osnabrück. Ihr habt vielleicht am Anfang schon gesehen, sind aktuell Platz 4 mit 15 Punkten, sind ja schlussendlich souverän gestartet hier in die ersten Partien in diese Saison der zweiten Bundesliga und werden jetzt hier nochmal ein bisschen wechseln. Ich würde den Höger, glaube ich, mal mitnehmen. Ich glaube, ich packe den sogar in eine Startaufstellung. Und dann habe ich den Koroba nochmal einmal reingesetzt für Bri Carassoni, damit der Koroba auch ein bisschen Spielzeit noch bekommt. Ansonsten werde ich, glaube ich, an dieser Erfolgself nicht viel wechseln und dann gehen wir direkt rein in das nächste Spiel in der zweiten Bundesliga. Es könnte ein absolutes Klasse-Spiel werden. Zwei Teams, die alles geben werden. Zwei Teams, die heute gewinnen wollen. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Es sind zwei richtig tolle Spieler, die hier heute im Mittelpunkt stehen. Das wird ein tolles Spiel. Exzellente Teams, Spitzenspieler, hüben wie drüben. Das wird ein Fußballfest. Wie eigentlich immer, wenn sich diese tollen Offensivspieler gegenüberstehen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Einwurf. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Die Ecke kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Fällt das Tor doch noch. Super.
super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Ja, wird hier gut unterstützt. Kerk. Er verhindert die Flanke. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Nicht ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Sie verwandeln den Strafstoß. Den Elfer macht er sicher rein. Er ist eben abgezockt. Der Druck macht ihm gar nichts aus. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Er gibt Freistoß, klar. Höger. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Mulltaub. Jetzt könnte er flanken. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Heißt das Tor nochmal? Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Geht mit Einwurf weiter. Ja, da ist Platz jetzt. Pass wird abgefangen, aber das war wirklich kein gutes Zuspiel. Er spielt den Pass auf den Flügel. Christian Santos. Jetzt ist es gefährlich. Super Einsatz. Er holt den Ball. Höger. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Ball kommt in den 16er. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gibt Einwurf, der Kopfball geht ins Seitenhaus. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Guter Zweikampf. Mulltaub. Jetzt können sie vielleicht kontern. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Höger.
Pass auf die Außenbahn. Sie lassen sie kommen, das kann natürlich auch mal schief gehen. Der Ballverlust. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Gefährlich! Flanke jetzt. Chance zur Befreiung. Ja, zur Pause sieht es für den SCPR nicht gut aus. Dabei haben wir so gut begonnen mit der ersten Chance durch Mikkel Kaufmann in der 9. Minute. Hätte man vielleicht schon das 1-0 machen können und dann in der 15. Minute bekommen wir den Handelfmeter gegen uns. Santos verwandelt dann zum 1-0 für die Osnabrücker und in der 22. Minute. Klasse Kopfball von Santos. Unser Innenverteidiger verliert das Kopfballduell da. Und es steht 2-0 für Osnabrück und seitdem hat sich das Spiel gedreht. Wir haben kaum noch Chancen, irgendwie vorne aktiv zu werden. Osnabrück verteidigt sehr gut und ja, macht es uns sehr schwierig, da vor das Tor zu kommen. Ich hoffe, das wird in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Er ist frei, da kann was draus werden. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Den Ball holt er sich. Hat da genau gewusst, was er vorhat. Guter Vorstoß. Kann was werden. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Schöner Pass jetzt wieder. Oh, das ist gefährlich, wie er hier reingeht. Das ist die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Sie holen sich den Ball. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich in diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Aber das Ding war haltbar. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2-2. Ja, da war noch einer dran, gedeckt. Okay. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Ecke in den Strafraum. Stark gehalten, der Kopfball ist nicht drin.
Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Das ist schon ziemlich passiv, was sie da hinten machen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Er ist da und hat den Ball. Kurz gespielt. Schön dazwischen gegangen. Da wäre Platz auf außen. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Ganz klar, da muss er Freistoß. Der Ball kommt. Erstmal geklärt. Muster gültig, wie er da den Ball abschirmt. Hereingabe jetzt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Kevin Wolze, guter Pass jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Hereingabe. Die Flanke hat er. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jetzt ist die Kugel weg. So langsam wird es gefährlich. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag. Halbherzig. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. Tor für den VfL. War das die Entscheidung? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. 8 Minuten jetzt noch. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir. Dazwischen. Christian Santos. Die Chance auf den Konter. Ja, mit viel Übersicht. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Macht er gut. Ball kommt rein. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Sie holen sich den Ballbesitz. Da sehen wir die Tafel. 1 Minute wird nachgespielt. Anspiel kommt gut. Jetzt könnte er flanken. Sie führen zwar, wenn sie nach dieser Ecke treffen, würde das sicher noch mehr Ruhe reinbringen. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Das Spiel ist aus. Ja, das Spiel ist aus. Es hat sich sehr viel getan in der zweiten Halbzeit. Wir sind direkt gut aus der Pause gekommen, haben
In der 48. Minute den Anschlusstreffer gemacht durch Mikkel Kaufmann. In der 52. Minute nochmal ein guter Abschluss für uns. In der 53. ebenfalls. Und in der 58. Minute passiert es dann das 2:2 durch Mikkel Kaufmann. Und dann lassen wir eine Chance zu und Tappershofer nutzt das Ding zur 3:2-Führung für den VfL Osnabrück hier. Und so geht das Spiel auch aus. 3:2 verlieren wir hier ganz knapp. Und das zu Hause. Die Fans sind jetzt nicht ganz begeistert davon, beziehungsweise eher schlecht gelaunt. Das hört man hier an der Fanstimmung im Stadion. Hat heute einfach wieder nicht gereicht, obwohl wir eine enorme Steigerung hatten in der zweiten Halbzeit. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch leider mit dieser Niederlage von dem Spieltag und hoffe, dass wir am nächsten Spieltag bessere Chancen haben, beziehungsweise 3 Punkte mal wieder mitnehmen.